Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Piercing Blow. Ja, ich habe bei Steam nachgeschaut, was die nächsten beliebtesten Spiele zurzeit sind. Und das ist Piercing Blow, was an zweiter Position steht von den neun beliebtesten Spielen. Und da habe ich mir gedacht, dann mache ich davon auch nochmal ein Gameplay. Und ja, ich habe da schon ein bisschen gespielt, ich habe schon ein paar Aufnahmen gemacht, allerdings waren die Aufnahmen irgendwie nicht richtig geworden, teilweise nur schwarzes Bild, weil die Einstellung falsch war von der von Aufnahmegerät. Und deswegen bin ich hier schon auf Rang 2, da Wild First Class Rang 2. Ja, also, zuerst locken wir uns hier ein über Open Server, Quick Start. Was ich am besten finde, ist das Deathmatch. Macht mir am meisten Spaß. Können wir gleich mal reingehen, starten. Und dann geht auch gleich bestimmt das Spiel schon los. Hoffentlich. 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 Oder vielleicht auch nicht. Ey. Na gut. Sind nur 3-4 Server online gerade. Gibt's doch nicht. Sehr gut. Gehen wir da rein. Oder? Schauen wir mal. Ob ein Server. Quick Start. Also Deathmatch nicht. Bomb war auch noch ganz schönes Spiel. Das ist so wie bei Counter-Strike. Okay. Gut. Also das ist ein Ego-Shooter mit WASD läuft man. Mit E entschärft man die Bombe. Mit B änderst du den Schuss. Also er steht jetzt gerade 3-0 für das rote Team. Ich glaube, ich bin im blauen Team, so wie es aussieht. Okay, 4-0 fürs rote Team. Und es geht bis 5-0. Na gut. Alright, let's move out. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt noch eine Runde spielen. Und das werden die bestimmt gewinnen. Vor allem, ich bin auch kein guter Ego-Shooter-Spieler. Weil ich bin nun mal einer, der die Sick Motion Krankheit hat, sprich bei Simulationsspielen, wenn ich viel hin und her laufe, was man ja bei Ego-Shooter machen muss, wird mir dabei ganz schlecht und deswegen kann ich auch nicht allzu lang immer spielen. Hey, wie komme ich denn da rein? Ups. Ich habe das Scharfschützengewehr. Naja, na dann. Normalerweise sind die Bombenplätze immer markiert mit A und B. Aber Bomb has been planted. Okay, A ist hier oben. A ist da lang. Geht die Tür auf? Ich weiß es nicht. Gehen wir hier lang. Exploded. Gut. Machen wir gleich nochmal eine richtige Runde. Ready. Aber das Problem hier ist auch immer irgendwie,
Bin ready, ich will spielen. Mensch. Du bist hier eine Runde, wo viel los ist. Da ist viel mehr los. Deathmatch. Quickstart. Nein, nicht Quickstart. Doppelklick. Starten. Ja. So. Schauen wir uns das restliche Spiel von dem Deathmatch an. Und. Okay, let's go. Hey. Oh, nochmal. Ready. Ready. Oh, Mann. Was ist nur los heute? Hier gibt es auch einen Shop, da kannst du dir Waffen kaufen, bessere Waffen. Das Cash ist für richtiges Geld und die Points, da kannst du halt für das Spielgeld, was du verdienst, Sachen kaufen. Ich habe mir zwei Charaktere gekauft, also die Frau habe ich mir gekauft hier, den Mann habe ich, mit denen habe ich angefangen und dann halt die später gekauft. Skins kann man kaufen, wie sie aussehen sollen. Allerdings, die Skins kosten richtiges Geld. Aber Skins sind auch nicht wichtig, nur mal für das Spiel. Also Skins sind teilweise eigentlich nur fürs Aussehen. Gut. Dann schauen wir nochmal schnell, ob wir eine Runde endlich finden, wo wir spielen können. Okay, da steht es jetzt 1-1. Jetzt können wir eine richtige Runde spielen. Hoffentlich. Okay, let's go. Ach, ich habe die Schrotflinte. Wenn du am Anfang eine falsche Waffe hast, kannst du auf T. Okay, jetzt kann ich das nicht. Hier kann man nur mit der Schrotflinte spielen. Könnte man mit T eine andere Waffe aussuchen und. Fire in the hole. Und dann halt. Protection. Ui. Wer hat mich denn abgeschossen? Ja. Also auf T kann man sich eine andere Waffe aussuchen. Fire in the hole. Allerdings habe ich jetzt keine hier zur Auswahl, also geht das nur mit der Schrotflinte. Rum ist einer. Ist das Spawnpunkt von den Roten? Also ich bin Team Blau. Ei! So, ein Mist. Ich war doch schon um die Ecke. Tja. Also, das ist eine Schrotflintenhunde. Wie gesagt, ich bin kein guter Ego-Shooter-Zocker. Fire in the
Oh, das war halt laut immer so lange. Helmet Protection! Double kill! Steht 4 zu 3, 4 Kills, 3-mal bin ich gestorben. So eigentlich bislang ein gutes Ergebnis. Boah. Ich kann überlegen, ob ich da erst eine Granate rein unterschmeiße. Bei Team Kills ist glaube ich ausgeschaltet. Ich kann es ja gleich mal ausprobieren. Auf R belädste seine Schrotflinte neu. Habe ich jetzt uns alle hier in der Luft gejagt oder nur mich selber? Ich glaube nur mich selber. Scheiße, ich war noch am Nachladen. Also das war nicht. Ah. Okay, jetzt steht es wieder 8 zu 6. Ich finde das gut für mich. Mensch, 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 Mensch. Ja, da liegt meine. Ah. Go, 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 schneller. Ich glaube, wir verlieren. Ich bin doch zu schlecht. 8 Kills, 9-mal gestorben. Nicht gut. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Neun zu 10. Nein. Ich will gewinnen. Naja, gewinnen tue ich bestimmt sowieso nicht, aber ich will mindestens einen Faktor von 1 zu 0 haben. Also sprich.
kill. Fire in the hole. Jo. Jetzt ist es schon wieder besser. Aus 11 zu 10. Damit kann ich leben. Triple kill. Oder war es soweit? Schneller nachladen. Was soll das? Was soll das? Woran bin ich gestorben? Ja gut, Team Rot hat gewonnen, Team Blau leider verloren. Also, ich habe verloren. Das war eine Runde Deathmatch. Und nochmal zwei kurze Runden davor. Bomb. Und was war die andere Runde? Auch Deathmatch. Ja. Also, danke fürs Zuschauen. Ich habe mich gefreut, dass ihr zuschaut habt. Würde mich gerne wieder freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.